Was geht ab, Freunde? Euer Sturfy und herzlich willkommen zur 6. Folge unserer FIFA 16 Spielerprognose. Ja, Freunde, ich find's unfassbar geil, wie ihr die Serie feiert. Ihr drückt immer den Daumen nach oben, denn auch ihr wollt wissen, welche Spieler welches Rating in FIFA 16 bekommen werden. Heute machen wir natürlich wieder weiter mit 4 Spielern. Und der erste ist Bürki, letzte Saison noch bei Freiburg. Jetzt wechselt er zu Dortmund und ich bin mal gespannt, wie er sich dort präsentieren wird. Ja, in der abgelaufenen Saison 34 Spiele für Freiburg bestritten, 47 Gegentore und 9 ohne Gegentor. Ist eigentlich ein ziemlich guter Wert, wenn man mal schaut, auf welchem Tabellenplatz Freiburg dann landete. Dass seine Leistungen in der abgelaufenen Saison überragend waren, zeigt nicht nur, dass Dortmund ihn verpflichtete, sondern auch, dass er 3 Informs bekam. Und das ist schon ein überragender Wert. Und deswegen gehe ich in FIFA 16 von einem dicken Upgrade auf 80 aus. Sein Hechten geht hoch auf 84, also plus 4. Ballsicherheit und Abschlag plus 9. Und das ist schon ein dickes, fettes Upgrade. Reflexe auf 85 hoch. Und ansonsten Tempo plus 4, Positionsspiel plus 8 auf 77. Und somit ist Bürki auf jeden Fall eine interessante Karte für FIFA 16. Und dann gehen wir auch schon weiter zu unserem Innenverteidiger Thiago Silva, der die Nummer 1 in der Abwehr von Paris ist, der Abwehrchef. Er war anfangs der Saison verletzt, deswegen kam er nur auf 26 Spiele, aber trotzdem ist er der absolute Leader und natürlich auch der Captain aus Paris. Er besticht immer noch durch sein Tempo, durch sein Verteidigungsspiel. Für mich ist er einer der besten Verteidiger der Welt und deswegen gab es für ihn auch zahlreiche Informs, einen Team of the Season sowie einen Team of the Year in FIFA 15. Und wenn man dann mal überlegt, welches Rating könnte Thiago Silva in FIFA 16 bekommen, dann fand ich, hat er in der abgelaufenen Saison keine überragenden Leistungen geliefert, sodass man ihm ein Upgrade, aber auch keine schlechten Leistungen geliefert, dass man ihm ein Downgrade geben sollte. Deswegen für mich in FIFA 16 Thiago Silva ein Rating von 87. Das Tempo geht aufgrund seines Alters, er ist mittlerweile 30, ein wenig runter auf 77, also minus 1. Man kennt EA ja dafür, dass sie dort gerne dann mal ein Downgrade geben. Schuss plus minus 0, also dort keine Veränderungen. Passen und Dribbling plus 1, Defensive minus 1. Und warum ich das gemacht habe, ganz einfach, im letzten Jahr hat er plus 3 in der Verteidigung bekommen und ich finde 89 ist da einfach angemessener, wenn man sieht, wie andere Verteidiger langsam zu ihm aufschließen, beziehungsweise vielleicht auch besser werden, beispielsweise einem Boateng. Und deshalb die kleinen Änderungen, ich kann mir nicht vorstellen und fände es auch ziemlich langweilig, wenn die einfach alles von FIFA 15 zu FIFA 16 übernehmen würden. Jetzt machen wir einfach weiter mit unserem Mittelfeldspieler und das ist in dieser Folge einer, der oft angefragt wurde, und zwar James Rodriguez von Real Madrid. Er kam ja für satte 80 Millionen und meiner Meinung nach ist er auf jeden Fall eine ordentliche Summe wert. In der abgelaufenen Saison bestritt er 29 Spiele in der Liga für Real. 13 Tore, 13 Vorlagen, was schon ein ziemlich guter Wert ist, wenn man mal sieht, was da so für Spieler bei Real Madrid rumlungern. Und da hat er sich einfach durchgesetzt, sich den Stammplatz erkämpft und mittlerweile gehört er zu den besten zentralen offensiven Mittelfeldspielern der Welt. Und deswegen gehe ich in FIFA 16 natürlich auch von einem Upgrade, von einem kleinen Upgrade auf 87 aus. Das Tempo bleibt bei 80, da hat er sich nicht großartig verändert. Aber beim Schuss, da hat er ordentlich draufgelegt, viele Tore erzielt, einfach ein Bums hat er. 83 geht's hoch und 86 sein Passen dort plus 2. Das Dribbling auch plus 2 auf 87. Er hat einfach den Ball am Fuß kleben. Die Verteidigung geht auch nach oben, plus 4 dort sogar. Denn häufig kam er gar nicht im ZOM, sondern im ZM zum Einsatz. Und dort musste er natürlich auch nach hinten arbeiten. Die Physis geht plus 1 auf 73 nach oben. 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot sollten eigentlich bleiben. Und jetzt kommen wir zum letzten Mann für diese Episode und das ist kein geringerer als Superstar Neymar vom FC Barcelona, der in der abgelaufenen Saison einfach zu einem Weltklasse-Stürmer gereift ist. Wettbewerbsübergreifend in 51 Spielen 39 Tore und 11 Assists, einfach nur überragend. Solche Werte haben normalerweise nur Messi und Ronaldo und ihm macht es einfach super viel Spaß zuzugucken. Er spielt trickreich, aber auch nicht zu verspielt, trifft in 90% der Fälle die richtigen Entscheidungen und das in einem so jungen Alter, in dem Neymar sich momentan noch befindet. Und deswegen gab es in FIFA 15 sogar ein Upgrade auf 87, aber ich finde, in FIFA 16 kann man da sogar noch eine Schippe drauflegen auf 88. Das Tempo geht auf 91 hoch, dort plus 1. Der Schuss geht auf 84 hoch, wobei ich mir vorstellen könnte, dass EA da vielleicht sogar noch auf 85 geht. Passen auf 76 aufgrund der vielen
14 Assists, das Dribbling auf 94 hoch und das ist schon richtig überragend. 94er Dribbling, das kann man sich nur wünschen. Bei der Verteidigung wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern und die Physis geht auf 60 hoch. Und was die Skills und den Weakfoot angeht, natürlich beides 5 Sterne. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Wenn es dir auch gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schau bei den letzten Spielerprognosen vorbei und vergiss natürlich nicht noch deine Wünsche für die kommenden Folgen in die Kommentare zu schreiben, welche Spieler du sehen willst. Das war's von mir. Macht's gut, haut rein und ciao! Was geht ab, Freunde? Euer Sturf hier und herzlich willkommen zur 5. Folge unserer FIFA 16 Spielerprognose. Ja, Freunde, ihr seht dieses Video wahrscheinlich an einem Tag, an dem wir schon im Urlaub sind. Also musste ich das Ganze natürlich vorproduzieren, sprich, der eine oder andere Transfer könnte in der Zwischenzeit passiert sein.